Ich habe noch nicht mal Schadut, ne? Und du legst ja, Spiel komm. So ist ein faires Spiel, ja. Ich habe auch nicht Schadut. Muss man ja auch nicht immer. Schadut. Ach, ist nicht dran. Du hast Läufer B5 gemacht. Ja, ja. Ich erinnere mich. Ja, mach ich jetzt wieder. Ach doch. Ja, jetzt bin ich schon auf Druck. Dein Abduck-Schach hier. Voller Angst ja, vor meinem Vater. Neue Stellung hier ausprobieren. Ich habe wirklich davon keine Ahnung. Tatsächlich gefällt mir das auch gar nicht mal so gut. Oh, dangerous. Ob der Niklas diesen E-Bauern behalten kann, seht ihr in der nächsten Folge. Cut. Na, willst du D4 machen oder was? Ja. Komm her, schlag ich. Oh, snaggle ich den mit dem Springer oder mit dem Kanzler? Machen? Nein. Nein? Nein. Dann nicht. Dann nicht. Das ist so ähnlich wie diese Siedler MBL-Partie, ne? Die Struktur. Ja, eben. Wo, wo wir das vorgeschlagen haben, wenn du dich. Aber in einer Stellung, wo E5 besser war als hier. Das kann sein. Kann ich vielleicht nicht ganz abstreiten. Das hoffe ich. Wir finden das raus. Okay. So leicht wirst du den Bauern dir nämlich nicht snacken. Okay. Okay, wenn ich den angreife, was wirst du tun? Entdecken. Wie? Bei B2. Was wirst du tun? Ja, irgendwie in der anderen Stellung war der Läufer schon so ein bisschen besser platziert. Das ist ein günstiger. Okay, jetzt habe ich einen positionellen Snack für dich. Ich mach so. Ja. Jetzt bist du dran. Ja, okay. Gut, ich kann auch Springer dafür ziehen. Mal nicht. Eigentlich will ich ja den Läufer. Ich möchte den Läufer irgendwie noch behalten. Das ist Bedürfnis. Das kann ich auch. Mach das, mach das. Kannst du das aber auch so gut wie ich? Das werden wir sehen. Na gut, der muss rein. Und du meinst jetzt, ich meine, dass. Ich kann mir den nicht gönnen. Ich mach zu. Das war ja mein langer, lang ersehnter Plan hinterläuferlich hier. Lang ersehnt, ja? Ja. Ja. Ich hab darauf gewartet. Hoffen wir, dass der Nähe nicht im Hals stecken bleibt, der Bauch. Das kann sein. Aber wir werden sehen. Ich bin da erstmal gierig. Wer nicht wagt, der nicht verliert. Ne? Nicht, dass ich hier schon wieder was aufspieße. Schach, sagst du? Mhm. Hast du auch mit Dame F3 gerechnet? Mhm. Hast du. Mhm. Ich habe das als positionelle Gewinnstellung verbucht. Okay, gut, dann schauen wir uns das mal an. Mist. Dann unterminiere ich meinen Springer. Besser ist das. Okay, die Wahl ist nicht groß. Ich glaube, ich snack mir gleich noch deinen Läufer, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft. er ist in meinem Hals. Ja, muss ich dir lassen? Na, du hättest doch einen B7 machen können, ne? Was mach ich denn da noch, Springer D4? Kein B7? Ach, das ist doch wurscht, dann nimmst du raus. Na, aber du hast einen Läufer behalten. Ich weiß weniger, chill mal. Jetzt hast du gleich das Läuferpaar gegen dir. Das ist doch das viel größere Übel. Aber du spielst ja gerne gegen das Läuferpaar, habe ich gehört. Weil ich es kann. ich Taktikfuchs, ich weiß nicht, ob es geht. Ich probiere es aus. Ich mag es eigentlich, das Denken gerne an meinen Gegner abzugeben. Aha. Mir ist das hier zu heikel. Aha. Deswegen überlasse ich dir das. Ja, das ist ein guter Zug zu sein.
Das muss ich dir lassen. Den hatte ich nicht auf der Rechnung. Meine letzte Chance, ne? Sonst hätte ich es vergeigt. Ich denke, ich stand sehr gut. Aber dieses Manöver mit Läufer B4 war vielleicht auch etwas weniger prächtig als gedacht. Obwohl die Taktiken auch eigentlich überschaubar sind, ne? Naja, ich weiß nicht. Gut, probieren wir es, ne? Ja, das war schon klar. War das klar? Ja. Mir war das alles nicht so klar. Ja, das ist ja der einzige Zug, der dir irgendwie was... Ja, sonst stehe ich wahrscheinlich schon ein bisschen schlechter. Leider. Ja, muss ich. Jetzt muss ich mich mal hier bequemen. Musst du nicht. Ja, doch, ich muss mich mal. Oh Mann. Jetzt mach doch hier nicht solche taktischen Fässer auf. Was soll ich denn sonst aufmachen, Mensch? Okay, es geht leider nicht. Ich habe Läufer D4 gedacht. Mit Läufer 3 ist das vielleicht. Na gut. Ja, aber das ist. Okay. Verstehe. Das ist nicht gut, ne? Krass. Verstehe. Jetzt muss ich einfach positionell hier das verwursteln, was ich hier. Okay. Da hat er seinen Weg gefunden. Was soll man dazu sagen? Ja, wenn du mir die Möglichkeit gibst, dann sage ich nicht nein. Ich hab doch keine Wahl. Wie man auf Berlinerisch sagt. Sagt man das ja? Das ist so. Nee. Das ist ein Zähler, das ist schon gut. Ein bisschen schlechter da als zuvor. Ja, ich gebe es zu. Ja, Mann, wie komme ich denn jetzt mal hier ins Spiel? Ich habe auch keine Zeit. Ist auch egal. Aber die Eröffnung bist du, glaube ich, nicht gut rausgekommen. Nee. Aber ich glaube, wenn du nicht Springer C7 zulässt, sondern hier erstmal Turm E8 machst. Das ist vielleicht nicht so schlimm, ne? Du musst das jetzt so. Ja, du kommst halt wieder raus, das wollte ich nicht. Aber es war etwas überengagiert, dich da nicht rauskommen zu lassen, weil es nicht geht. Interessant wäre noch gewesen, finde ich, Läufer D4. Ja, ich denke Läufer A3 eigentlich. Was machst du denn auf den? Ja, okay, nee, ich wusste ja, was du machst, beziehungsweise ich dachte, du machst G3. Aha. Wenn du den nicht gehabt hättest, hätte ich dir den weggesnackt. Statt den. Oder den. Ja, aber du hast halt immer hier. Oder Läufer A3. Ja, und dann? Ja, du schlägst einen Bauern. Naja. Was habe ich denn jetzt gedacht? Ich dachte, Turm 1. Schütze? Ja. Naja, Turm 1. Ja, okay, ist vielleicht schon mal nicht vorbei, wenn ich jetzt hier nehmen kann und der hängt, aber der hängt. Aber. Du machst A5 als nächstes. Na gut, aber so gut ist es wahrscheinlich für mich, selbst wenn ich A5 machen muss, Springer B6, Springer D5. Vielleicht einfach D4 wegopfern. Naja. Na gut. Quälen wir die Leute nicht mit dieser Analyse. Ja, alles klar. Ciao.